So, herzlich willkommen zurück. Hier war doch irgendwo dieses Mollerer-Teil. Ah, da. Die kriegen wir ja mittlerweile tot. Die geben halt blöderweise auch nur 5 EP. Und dass man so schaut, das ist nix. Trollkraut. Skex. Da oben ist noch einer. Boot. Kann ich Boot fahren? Komm, lauf. Was ist das hier für eine Befestigung? Wer bist du denn? Emmet. Ich frage mich, ob der Geruch in dieser Gegend meinem Organismus schädlich sein kann. Besser, wir trinken nicht auf diesem Weg. Mit deinem Rot wird gerade von Viechern überrannt. Mit der Waffe bist du besser vorsichtig. Tja! Ah. Mit einem Skeks im Rücken wird das nix. Muss die Viecher wie immer erstmal irgendwie abhängen. Die haben schöne Kürbisse und Zeug. Cool. Ich frage mich, ob der Geruch in dieser Gegend meinem Organismus schädlich sein kann. Besser, wir trinken nicht aus diesem See. Ich glaube, ich habe das Zeug los. Wieder ein Fremder. Ich hoffe, du bist nicht hier, um dich an unseren Vorräten zu vergreifen. Deine Leute haben das letzte Mal schon so gut wie alles mitgenommen. Meine Leute? Meine Leute? Von wem redest du? Ich hatte dich für einen Banditen gehalten, aber ich habe mich wohl geirrt. Zumindest würde es deine Nachfrage erklären. Für mich ist nur wichtig, dass ich in absehbarer Zeit wieder meine Ruhe bekomme und das Feld bestellen kann. Stattdessen verstecken wir uns hinter Palisaden und fürchten um unser Hab und Gut. Banditen, Viecher, Kleriker, wann findet das endlich mal ein Ende? Die Befestigungsanlagen scheinen nicht viel zu bringen. Anfangs sollte uns die Palisade lediglich die Biester vom Hals schaffen. Dann kamen die Banditen hinzu. Also musste ich sie weiter verstärken lassen. Meine Männer sind keine fähigen Kämpfer. Nur als die Kleriker auf den Plan rückten, brachte uns all das nichts mehr. Gegen ihre Bewaffnung haben wir einfach keine Chance. Und jetzt kommt regelmäßig eine Abordnung dieser Kerle vorbei, dass ich meine eigenen Leute kaum noch versorgen kann, ist ihnen egal. In einer aussichtslosen Lage könnte das alte Mittel der Diplomatie weiterhelfen. Das wäre zu wünschen. Wenn du willst, helfe ich dir, deinen Hof zu verteidigen. Bist du denn gut darin, unblutige Lösungen zu finden? Meine Felder sollen mit Wasser und nicht mit Blut getränkt werden. Wie das Viech mich halt die ganze Zeit anstarrt neben mir. Lass mich die Verhandlungen führen. Ich bin mir nicht sicher, ob du der Richtige dafür bist. Du scheinst dich eher auf das Kämpfen als auf das Reden zu verstehen. Ich will es dennoch probieren.
Hartnäckig bist du, zugegeben. Und vielleicht wirst du mir schon bald beistehen müssen. Bisher war es so, dass die Kleriker abgezogen sind, nachdem wir ihnen einen Großteil unserer Vorräte übereignet haben. Seit sie aber wie verrückt ihre Kampfmaschinen produzieren, sind ihre Vorratslager leer. Darum denke ich, werden sie sich bald auch noch den Rest unter den Nagel reißen wollen. Wenn du dich aber nicht einmischen möchtest, würde ich es verstehen. Ich stelle mich der Abordnung der Kleriker. Du willst es also wirklich darauf ankommen lassen? Na gut. Und wo wir gerade über sie sprechen, du wirst kaum Zeit haben, dich auf sie vorzubereiten. Sie sind schon im Anmarsch. Geh zu ihnen und sprich in meinem Namen. Mach ihnen klar, dass sie unseren Frieden stören und wir sie mitsamt ihren Waffen hier nicht sehen wollen. Verdammtes Mistvieh! Was haben wir denn hier? Hat Emmet endlich eine fähige Wache gefunden? Also erstmal beschäftigt das Ding. Oh nein! Wenn ich dich so ansehe, wäre das zu viel des Lobes. Doch bleiben wir sachlich. Warum unterhalten wir uns? Ich war eigentlich mit dem Besitzer dieser Absteige verabredet. Stattdessen schickt er seinen Lakaien vor. Ich führe die Verhandlung. Interessant, aber nachvollziehbar. Diese Bauern sind sicher damit beschäftigt, mit ihren Exkrementen die Erde zu düngen. Das ist ja eine Arschgeige. Zum Thema. Ich hoffe, du stehst hier, damit dieser Landstrich in Kalans Besitz übergeht. Mach mir ein Angebot, dann arbeite ich vielleicht für dich. Du willst deine Kasse aufbessern? Nun, Kalans Gaben können nicht ohne Gegenleistung erfolgen. Schaff mir diesen widerspenstigen Bauern vom Hals. Dann bekommst du, wonach es dir verlangt. Der wird den tot, der wird den tot. Eine Sache noch wegen Emmet. Niemand wird ihm ein Haar krümmen. Äußerst bedauerlich. Ich denke, eine weitere Diskussion mit dir erübrigt sich. Aber wer ohne Herde durch die Lande streift, von dem ist auch nichts zu erwarten. Angesichts der Umstände werde ich dich jetzt beseitigen. Ich kann nicht dulden, dass Fehler wie du frei herumlaufen. Der ist ja ein bisschen dezent krank. Ja. Helf mir mal, Skeks. Sei vorsichtig mit dem Ding. Irgendwie müssen wir es klären. Und vor allem, ich habe dann ja nicht mal was damit zu tun. Und ich würde ja dir ja helfen, Kleriker. Naja, was ist mit dem Fieder? Komm wieder her. Falk, stehst du mit auf? Ich könnte dich ein bisschen gebrauchen.
so ein Mistvogel. Aber der muss weg. Na toll. Noch daran verrecken. Komm, dreh dich. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Naja. So, ich weiß jetzt nicht, was das für Auswirkungen hat, dass der Kleriker tot ist, aber... Der ungebetene Besuch hat sich abgemeldet. Das stellst du dir unter einer friedlichen Lösung vor? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was soll ich nur mit den Leichen machen? Wirf sie ins Wasser oder schmeiß sie in ein Loch. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommt. Hier, das bin ich dir wohl schuldig. Mehr als das steht dir nicht zu. Schließlich hast du dem Halunken das Wort abgeschnitten und einfach so attackiert. Nee. Das war nicht das, worum ich dich gebeten hatte. Aber du tatest es sicher nicht ohne Grund, darum nimm es. Der hat mich angegriffen. Nur um das richtig zu stellen. Der hat nicht richtig hingeguckt und jetzt krieg ich die Schuld? Moderne Sonnenbrille. Nur die macht halt null Schutz. Ein Goldbrocken im Klo. Ernsthaft? Naja, gut. Gut, hier sollte ich mich nicht erwischen lassen, wenn ich was mitnehmen sollte. Keiner, der mich sieht, oder? Nee. Klack, klack, zu klack. Einfach. Stims. Schon wieder Stims. Zweihänder. Bist du gut? Ein Holzschild, das könnte ich doch eigentlich auch noch mit ausrüsten. Den kann ich sogar nutzen. Der macht 2 Schaden mehr. Muss ich mal testen. So. Und die Schwere auf den Vierer. Mit der Waffe bist du besser vorsichtig. Langsamer.
Ah ja, mal schauen. Ich glaube, Zweihänder wird in dem Fall nicht so mein Fall werden, denke ich vielleicht wahrscheinlich. Da mache ich irgendwas lieber mit. Ja, so halb schießen, zaubern, irgendwas. Kommt drauf an, wie wir uns anschließen. Aber Fernkampf würde mich schon interessieren. Also zumindest so ein bisschen. Es macht ja Spaß hier, auch mit der Armbrust, mit dem Bogen. Aber meine Waffen machen irgendwie aktuell alle noch, ja, null Schaden. Seid ihr alle Knechte, oder? Ich habe keine Zeit. Habt ihr irgendjemand mir irgendwas zu erzählen? Markt? Ich habe gerade keine Zeit für dich. Schade. Alle haben sie keine Zeit. Unkraut. Jetzt nicht. Na dann gehen wir halt mal Unkraut jäten, wa? Bestimmt für Detlef. Ich pflück's noch schnell zusammen. Können wir uns das gleich sparen. Und gleich sein Unkraut abgeben. Detlef arbeitet auf dem Feld. Tag und Nacht. Nacht und Tag. Detlef nicht ganz der hellste, wa? Wie ist das Leben als Bauer? Anstrengend. Erzähl mir etwas über dich. Ich bin Detlef. Ah ja. Du bist nicht sehr gesprächig. Sprechen macht Kopfschmerzen. Und wer spricht, arbeitet nicht. Brauchst du Hilfe? Alle sagen, ich bin unnütz. Detlef kann gut hauen. Aber Emmet hat es ihm verboten. Immer muss ich auf dem Feld arbeiten. Aber ich verwechsel gutes Kraut mit schlechtem Kraut. Hilfst du mir? Das habe ich längst erledigt. Du bist schnell. Viel schneller als Detlef. Hier, gutes Kraut als Belohnung. Fantastisch. Ein Setzerbrot. Naja. Moment. Genau, hier muss ich weiter. Naja. Ich habe gerade keine Zeit für dich. War jetzt auch nicht so schwer. Da wieder rein. Was bist denn du für ein Vieh? Ist auf jeden Fall ganz schön hässlich. Noch eine. Alle entsorgt. Noch mehr solche Skeks. Die habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock, weil die schaffe ich nicht. Mann. Noch mehr. Noch mehr. Muss ich da rüber? Nee. Ich muss irgendwo an dem Fluss entlang hoch. Weil hier sind halt gleich mal. Ja. Was ist das da drüben? Eine Chimäre. Spinnen. Ach, wollt ihr mich veräppeln? Ich greife an! So das. Ich kann hier nicht kämpfen. Ich mache irgendwie nicht wirklich einen Schaden gegen das Ding. Willst du das?
Ja. Ja, da schießt aber Morgan. Da kommt halt noch eine. Sorry Falk, ich wünsche dir viel Spaß, aber wir sollten weitergehen. Seerose. Was macht man denn damit? Falk ist wieder auferstanden. Muss mal schnell noch ein paar Schritte hinter mir bringen. Und gegen die Spinne habe ich jetzt nicht so. Willst du nicht irgendwann mal wieder umdrehen? Jetzt. So, komm. Neue Stufe. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ja. So, ich muss jetzt weiter da hoch. Nee, ich muss nicht da hoch. War schon wieder so eine Chimäre. Gegen irgendwas hat die gekämpft und war stärker. Ah, so ein Vogel. So ein räudiger Truthahn. Falk, wir haben da ein kleines Problem. Also den Häscher kriege ich wahrscheinlich noch platt. Das war ja mies. Von hinten in den Rücken gesprungen. Na gut. Ja, ist ja schön. Wir laufen mal wieder weg. Ist irgendwie ein bisschen deprimierend, dass du hier in dem Spiel so viel weglaufen musst, weil du ständig aufs Maul bekommst. Irgendwie. Bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht, aber ich muss hier erstmal weg. Naja. Ich glaube, wir machen erstmal Schluss an der Stelle. Bevor wir hier noch öfter auf die Fresse bekommen. Aufs Maul. Ja, die sind halt immer noch da. So. Da stehst du auch wieder. Ah!
Nee. Du nicht, mein Freund. Ja klar. So, gut. Ich mag nicht mehr. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.